Kling klong, kling klang, kling kling. So, jetzt nehmen wir die Vago-Klemmen, die 22,73er, nehmen wir hier 5er. Und dann machen wir als erstes, weil wir biegen mal wieder schön nach unten, dass das nicht stört. So, machen wir erstmal alle grün-gelben zusammen von den drei Kabeln. So. Dann alle blauen, alle Neutralleiter. Neutralleiter. Dem. So. So. So, jetzt geht es darum, und zwar die Zuleitung war das obere. Bei der Zuleitung ist ja sind die beiden ungenutzt noch. Tun wir es mal hier Klemm drauf machen. So. Und die Zuleitung geht dann auf den braunen, nicht zur Garage, sondern das Kabel zum Schacht. Ne? Genau. So, Kabel zum Schacht. Dann in der Garage ist der graue unbenutzt. Das ist hier, das ist das Garagenkabel. Obwohl, wir könnten das ja machen, dass der braune unbenutzt ist. Dann haben wir nämlich die gleichen Aderfarben. So, der braune ist dann da unbenutzt. Und dann klemmen wir jetzt noch die beiden Ventilis durch. Grau auf grau und schwarz auf schwarz. Und dann ist muss ich das Kabel nach hinten jetzt voll belegt, was zum nächsten Schacht geht. Weil wir kommen ja mit der ganzen Steuerung, kommen wir ja von der Gartenhütte nachher. Deshalb muss alles von hinten angesteuert werden. So. Jetzt machen wir das Döschen hier zu. So, jetzt sind wir hier unten in der Garage. Da tun wir jetzt als allererstes mal hier das Rohr auch bauen. Und zwar das Thema, dass die Zisternenpumpe in Betrieb geht, weil ich bin die nächsten 2 Wochen hier nicht auf der Baustelle. Dass man wenigstens manuell bewässern kann, dann, dass man die Ventile hinten aufdreht. Das kriegen wir dann hin. Der Kanal hier ist noch los, den mache ich wieder fest. Und zwar ist er damals abgeschraubt worden. Irgendwann, weil es gab eine Undichtigkeit im Garagendach. Da war die Vermutung, es käme irgendwo bei dem Kanal her, war es aber nicht, das kam aus einer anderen Ecke. Und jetzt ist das oben drauf abgeschweißt, ist dicht. Und da kann man jetzt wieder festmachen, wenn ich wüsste, wo ich meine Schrauben, das sind die Schrauben. Brauche ich nur den Akku. Ach, hier ist der Akku. Machen wir den mal wieder fest, dass er auch wieder aus der Füße ist. Die schlauen Löcher da.
Also vorher mal dran gedacht, dass man den hier unten rumschieben kann, aber mit Gewalt. So. So, das tun wir aber erstmal durch den Kanal. Hier den Senf hier durchschieben. Das sind die Kabel, die man. Hier sind ja die Kabel, die wir oben in den Garten gezogen haben. Und das und den Schlauch, was die Zuleitung ja ist von dem. Von der Oma oben alles mit versorgen. Das bauen wir auch wieder hier hin. Also mal gucken, so, da sind die Löcher. Ich überlege nur gerade, ob man das jetzt schon. Jawohl. Ich müsste eigentlich hier vorne jetzt so ein Teil drauf bauen, so ein Winkelstück. Ja, was ist das dann hier? Ein Verlängerungskabel ist kaputt. Da ist der Pin da hinten abgehauen. So shit. Nur schon einen Stecker ab. Nee, haben wir nicht. Deshalb müssen wir uns jetzt behelfen. Weil ich brauche nochmal gerade Strom, weil die Trommel abschießt, kann ich nicht hier. So. Hier anscheinend ist da was drauf gefahren. Aber muss noch weiter nach vorne gehen, wo hängt das? Zange mal ziehen oder was? So, jetzt ist er wieder, vorne. Da kam nämlich gerade der Gedanke, ich habe nur diesen Kleber hier, wo ich die mir so anmischen muss. Da wird das jetzt gerade mal geklebt, dann hält es wenigstens mal für heute, bis ich schon einen Stecker dran habe. So. Oh. Habe ich den hier schon festgeklebt oder was? Ah ne, das geht auf. So, mal ein bisschen Kleber hier hin. Ja. Kappe zu. So. Dann klebe mal den Pin hier provisorisch fest. So, direkt die Schrauben mit vollgesaut, dass man auf jeden Fall nie mehr reparieren kann. Hauptsache, man kann gleich einstecken und der Pin geht nicht mehr nach hinten. Und dann mache ich abends oder morgen mal einen neuen Stecker da dran. So, hier oben drüber ein bisschen abziehen, damit der gleich auch noch zugeht. So. Gut. Lass mal ihn trocknen und 5 Minuten wieder hart sein. So, hier vorne kommen wir Kabel raus. Und zwar dieser smarte Briefkasten, den wir gebaut haben, ist ein Kabel. Dann was Türöffner für ein Gartentürchen. Und das muss ich überlegen, das war. Ich habe schon drauf geschrieben. Genau, Reservebeleuchtung bei Sprechanlage und das ist die Müllhausbeleuchtung. Ich schneide mal den Schaum hier vorne mal ein bisschen bündig ab. Dann tun wir mich gleich erstmal hier das Thema Rohrzeug bauen. Puh, abschneiden, der ist aber ganz schön flexibel, der Schaum hier.
Weil ich will quasi hier rauskommen, hier die Teile hier drauf schieben von den beiden. Hier neben dann die beiden Magnetventile hinmachen. Und jetzt muss ich dann den Anschluss von der Tauchpumpe, der kommt hier unten raus, den müssen wir dann auch da unten dann dran machen. Dann muss ich gleich gucken, wie wir das machen, ohne dass wir das großartig spiegen. Weil sonst knicken wir einen Schlauch weg. So, alle möglichen Graffel hier, Stockschrauben, hier ist auch der Übergang, aber wir müssen irgendwo den Wasserfilter noch hinmachen. Wir müssen erst auf den Wasserfilter und dann auf die Ventile und dann geht es weiter. Machen wir den Wasserfilter, den hole ich gerade mal. So, hier ist der Wasserfilter. Gerade überlegen. Aber ich muss ja erstmal die Rohre abschalten, muss die Bögen drauf machen, egal wie. Wo wir dann die Ventile setzen, entscheiden wir gleich. Den Wasserfilter habe ich gar nicht mehr gedacht. So, ist der Kleber jetzt hart hier. Sieht mal ganz gut aus. Bauen wir den Stecker wieder zusammen. Hoppla. So, der Stecker ist mal wieder zusammengebaut. Soll er nur heute überleben beim Reinstecken. Morgens mit der Wurst, da ist ein anderer dran. Klappt. Er bleibt dran. So. Jetzt tun wir nämlich erstmal die abschneiden, dass wir hier vorauskommen. Das heißt, wir den Vorderkantkanal abschneiden. Mal gucken. Die kleben ja dann irgendwo hier immer noch Dosen dann hin. Und die Kabel dann verknüppeln, aber jetzt tun wir erstmal den Onkel hier, tun wir später den Kanaldeckel so ausklinken, dass es passt. Oh ja, ich habe schon gerade dran. Ah ne, der ist noch ein bisschen rau, ich dachte gerade schon. Der hier zu schwer und vor allem muss ich ihn erstmal aufdrehen. Ja. So, das geht auch leicht. So, wieder anrauen, wie ich euch ja mal in dem anderen Video gezeigt habe. Beim Kunststoff geht es natürlich ganz gut mit dem Anrauen. Jetzt haben wir ja 3/4 Zoll. 3/4 Zoll heißt 7 bis 9 Windungen. Ja, lieber zu viel als zu wenig. Nur bei zu viel kriegt man durch irgendwann das Ding nicht mehr drauf gedreht. Das ist der andere Knackpunkt. Oh, ich merke schon, dass das ohnehin schon sehr, sehr stramm ist. Naja, so ist schief drauf. Ich muss es ja gerade ansetzen. Das ist, glaube ich, das Problem. Aha. Rohrzängelchen. Hoppla. Ja,
gemacht, oder? So, jetzt hat sich nichts nach unten geschoben. Daher müsste es eigentlich dicht sein. Stockschrauben, das sind Schrauben hier vorne mit so einem groben Gewinde. Hier in der Mitte kann man die im Schlüssel packen. Hier ist dann hier normales metrisches Gewinde drauf, für eine Schelle reinzudrehen. Und hier hinten ist nochmal, ist nicht bei jedem, aber bei vielen, sind nochmal ein Torx drin, um die überhaupt reinzudrehen. Gut, wäre kein Problem, 10er Dübel. Aber wir müssen das Wasser ja auch rauslassen können. Also müssen wir das Ding ja irgendwie, machen wir das so, T-Stück, oder könnte ich auch dicht an die Wand und fast dran gehen. Wenn ich jetzt hier einen Hahn, ich habe so einen Hahn zum Pressen auch mehr einen, habe schon mal 2 Stück gekauft. Wo haben wir die denn? Wo haben wir die denn? So, hier ist ein Kugelhahn. Kugelhahn, wie der Name schon sagt, da ist innen eine Kugel drin. Da könnte man eigentlich hier entwässern. Man ist hier ein T-Stück dazwischen. Gehen dann zur Wand und hoch. Das wäre für den Winterbetrieb halt. Dass man den hier auch entleeren kann. Können wir auch hier Druckluft anschließen, können von hier aus durchpusten. Ja. So, und zwar machen wir dann hier T-Stück. Können wir ein bisschen so zur Wand drehen. Und gehen dann hoch. Machen hier nochmal eine Halterung an die Wand, dass wir halt eben, wenn wir mehr Druck drauf haben, dass wir das nicht von der Wand, dass wir das losschieben können, wenn die Ventile zufahren. Wo habe ich denn jetzt meinen Bleistift? Da ist er. So, Augenmaß. Ist ein bisschen flexibel, mein Augenmaß. So, wenn wir jetzt hier oben eine Schelle hinmachen, wenn man das ein bisschen tiefer macht, so, hier oben ein Stück gerade dazwischen, um die Schelle auch hinmachen können. So, dann dübeln wir uns jetzt mal eine Schelle hin. So, Stockschraube, drehen wir die mal ein bisschen hier rein. Quell. So, Rohrschelle. Passt die so? Könnte man noch ein Stück weiter rein. So. Jetzt passt sie auf jeden. So. Das heißt, jetzt brauchen wir Kupferrohr. Wie weit geht so ein Ding da rein? Bis zum Anschlag, wenn das ungefähr 2,4. Das heißt, wenn 4,8, messen wir gerade mal hier die 2,4. Aber halt, ne, ich will ja das T-Stück, ich glaube, es ist auch 2,4, oder? Ja, ungefähr ein bisschen mehr. So, hier machen wir das T-Stück hier hin. So, wenn wir jetzt 10 machen, sind wir eigentlich gut. So, 10. Rohrabschneider. Dreht man hier so zu. So ein Schneidrad drin. Und dann dreht man. Und das ist immer jetzt leichter. Dreht ein bisschen fester. Und dreht fester. Und dreht fester. Und dreht fester. Plupp. Ab ist es. Grad frei und passt. Achso, was man noch macht, genau. Hier sieht man jetzt gleich, ich habe jetzt so weit gekurbelt, dass es passt. Aber damit die nicht rausrutschen beim Pressen, wenn man dann ein Gefühl für hat, dass es nicht undicht wird,
Machen wir hier eine Markierung drauf. Und hier den schieben wir auch drauf. So. Machen wir auch eine Markierung drauf. Dann wissen wir auf jeden Fall, dass, wenn man es hin und her schiebt, dass wir es nicht aus der Dichtung rausziehen. So, jetzt drehen wir das wieder hier rum. Boing! Hab ich das jetzt hier rausgerobbt oder was? Ich hoffe nicht. So. Und jetzt tun wir dies pressen. So, ist noch drin. Ah ne, jetzt wollten wir gucken, jetzt müssen wir es ein bisschen drehen. Danach kann man es natürlich nicht mehr drehen. Das bereiten wir jetzt auch mal vor. Dass wir hier an die Wand mit den anderen Stockschrauben gehen. Aber ich überlege gerade, ob das so taktisch so schlau ist, das hier so zu machen. Weil ja das ja relativ dicht über dem Boden ist. Da kann ich ja gar nichts mehr anschließen. Nehmen wir mal anders. Naja, anders ist auch. Ich hab keine 45 Grad Dinger dabei. Obwohl, ich kann ja mit dem Abstand da beschrauben, von kann ich ja von der Wand hochgehen. Machen den Ungeln jetzt nochmal raus hier. Und gehen so hier rein. So. Da kann ich nämlich den Hahn hier hin machen. Oder machen wir den Hahn hier und gehen hier hoch. Ne, hier hoch ist blöd, oder? Vorm Kanal, wo lang es egal ist. Egal, wir pressen jetzt das Ding jetzt erstmal hier fertig. Dann hol ich mal die Presse. Das sind hydraulische Presszangen, gibt es vorne verschiedene Backen für die verschiedenen Pressdinger. Hier gibt es verschiedene Hersteller und verschiedene Systeme. Das ist die Viega SC-Kontur. Wo jetzt hier die Backen drauf passen. Hier ist hier der Pressbacken hier. So, den setzen wir hier drum, dass genau die Kerbe in der Mitte steht. Und dann auf Vorlauf. Wo er gerade steht. Und schon ist das Ding dicht. Das sind natürlich massig Tonnen, die da vorne drauf quälen, das zum Dichtmachen. Das ist eine feine Sache, ne? Gegenüber Löten früher. Ne? So. Und jetzt gehen wir, machen wir da das Hähnchen noch dran. Das Hähnchen.